Richtig. Na, 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 na. Hallo. Ja, ich komme schon. Wir. Wie viel Schaden macht das denn, wenn ich dich haue? Ein halbes Herz. Ja gut, mit der Rüstung, die wir tragen. Ich glaube, ich wechsle mal auf die Wolfsklinge, vorsichtshalber. Nö, würde dir nichts bringen. Na komm, flieg da durch. Mal wieder was essen. Wir haben ja genügend Platz, ne? Und wieso glaube ich, dass gleich hier einen ganzen Haufen... Ja, mach. Volle Deckung. Er hat ein schwarzes Loch. Nein, um genau zu sein, habe ich ein Portal auf den Mond geschossen, weil wenn du nämlich in das Portal guckst, siehst du nämlich die... Tatsache. Siehst du nämlich die Minecraft-Welt! Wie bist du auf die Idee denn gekommen, auf den Mond zu schießen? Ja, spring mal durch, ich möchte wissen, ob du das überlebst. Nicht mit dem ganzen Kram, den ich am Körper trage. Und außerdem bin ich mir nicht sicher, ob dabei nicht die Welt gecrashed wird. Fly me to the moon. Man kann das Ganze natürlich auch noch besser machen, indem man auf den Boden schießt. Kann man eine ziemlich große Ecke mit ausgraben. Ja, wie war das? Lectris muss doch mal vorbeischauen. Ja. Überleg mal, wie schnell er damit, gut, zugegebenermaßen, die Ressourcen und alles geht dabei flöten, aber wenn man nur erstmal einen großen Platz braucht, ne? Sehr schön. Aber ich finde, aber ganz ehrlich, ich wusste nicht, dass in dem Portal dann tatsächlich die Welt, die Minecraft-Welt gerendert wird, schön im Block. Finde ich cool. Auf jeden Fall. Diamanten sind das ja nicht, das ist ja wieder was anderes. Das wäre jetzt aber so ein Riesenvorkommen, Diamanten, blub, im schwarzen im Portal verschwunden. Mist! Ja, plopp, einmal im Universum, naja. Okay, genug der Spielerei. Beide Portale geschlossen, safe. Sehr schön. So, und das nächste, was ich mir dann bauen werde, das wird wahrscheinlich die Pistole sein. Und den Heiligen Gral möchte ich ja eigentlich gerne haben da. Weil ich einen Heiligen Gral verschnitt. Mist. Ich brauche eine Gravy Gun. Und? Hat es jetzt Steine geregnet? Meteoriten? Das wäre es natürlich noch. Ja, das wäre jetzt echt noch der absolute... Übertrepp dabei. So. Ja, vor allem überlegt, wenn dann auch noch das Dorf dabei platt wäre, alle Dorfbewohner weg oder irgendwie so. Wir haben ja noch ein paar Safe stehen. Und ein großer Meteor schlägt an und vernichtet erstmal alles, was wir hier gebaut haben. Ich glaube, das wäre echt uncool. Ja, ich glaube, dann würde ich erstmal nicht mehr mit dir reden. Ich glaube, auch keiner unserer Zuschauer würde dann erstmal mit dir reden. Im Zweifelsfall wäre das doch ein gutes Season-Ende. Auch wieder wahr. Ah, schön. So. So, wie wir sehen, seit dem letzten Mal sind effektiv sämtliche Blätter hier mutiert. Und wir können uns wunderbar die Saplings mit dem Grafter ziehen. Müssen allerdings immer ein bisschen ein Auge darauf haben, weil trotz Repair 2 so schnell lädt er sich dann doch nicht auf. Ich brauche einiges an Iron, okay. Aber er lädt sich halt wieder auf. Auf jeden Fall haben wir jetzt das Cross of Mercy, ist doch schon mal was Schönes. Wir haben also das erste Ross Gebot gesagt. Den möchte ich gerne bauen, aber 3 Gas-Tiers, 2 Emeralds, obwohl die kann man sich inzwischen einigermaßen gut ertauschen. Und ja, wenn du dich ein paar Stunden hinsetzt und fischst. Der möchte nämlich gerne 11 guckt Fisch für ein Emerald haben oder sowas. Water? Ist das gleiche?
Ich habe gerade was gefunden, was ich jetzt, glaube ich, auch noch schnell bauen werde. Was denn jetzt? Lass dich überraschen. Mir Schwan schrecklich. Musst du überlegen, wo ich die ausprobiere, weil ich keine Ahnung habe, was die bewirkt. Granate? Richtig. Holy Grenade. Oh, Elend. Kills Mobs. Ah, not blocks or whoever threw it. Also nur gegen Mobs. Das ist auf jeden Fall interessant. Oh, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie... Ah, nein, das war die falsche. Wird aber interessant, die Mobs, ob das wohl auch bei unseren Tieren hinten funktioniert, dann würde ich es nämlich akkurat dort ausprobieren. Da musst du nur, glaube ich, erstmal zwei safen. Wir haben gerade momentan sowieso nicht so viel. Ich habe zwischendurch schon wieder gut geschlachtet. Ja, zur Not müsste man es mit den Hühnern ausprobieren. Wenn wir ein paar Eier haben, kommt das schon wieder irgendwie hin, ne? Ja, im Zweifel. So, 1, 2, 4, das heißt, gleich ist mein Glowstone auch weg. So, Alter, vier Stück alle davon. Alle Blöcke sind mutiert und der Grund, warum ich das halt hauptsächlich mache, ist, weil ich hier die Silver Lime Saplings haben will und auch ein paar mehr. zum einen für Deko-Zwecke, zum anderen halt, um im Zweifelsfall dann noch das Holz zu haben. So, und jetzt halt vornehmlich... Nein! Ah, verdammt, ich habe nicht auf den Grafter geachtet, ich habe ihn kaputt gemacht. Nein! Oh, vier Goldnuggets habe ich sogar ganz genau noch. Was bringt denn noch? Habe ich noch vor mir? Ah, ja, stimmt. Das Sand. Habe ich noch Formium? Nein! Das ärgert mich jetzt aber. Formium? Kein Formium. Merken. Niemals eine Vital in der Hand haben und auf eine Kiste drücken. Wenn man daneben trifft, schmeißt er. Eine was? Ich habe eine von meinen Glowing Water. Also so eine Empty Vital mit den ganzen Krimsekrams. Mhm. Gerade gegen meine Wand geschmissen. Ich muss mir nochmal Wasser holen und noch eine machen. Ja. Haha. Ja, ich haha auch bei mir. Ich habe meinen Rafter kaputt gemacht. Mist. Egal, ich habe 37. Ich habe 37 Silver Lime Saplings. So viel brauche ich davon nicht. So, erstmal hier das, was wir nicht brauchen, mal wieder raus. Fünf Stück reichen, den Rest werde ich jetzt einfach mal kesserweise fällen. Pilze im Baum. So. Auf den Baum. Und einfach decayen lassen und warten, was dabei rumkommt. Eins davon brauche ich. Eins, zwei, drei, vier brauche ich. Und, nee, Quatsch, nee, Tabarze. Eine brauche ich. So. Und dann werde ich ihn neu pflanzen. Zack und zack und zack. Ach, eins sogar noch über. Mensch. So. Schwarzpulver kann ich ja gleich mitnehmen. Warte mal, fünf waren das. Richtig. Dann hole ich mir noch schnell ein bisschen Sand und dann geht's rund. Oh ja, das erinnert einen doch so schön an Worms. Ja. Ah, Sand. Sand? Sand. TNT. Das ist schon wieder. Ja, TNT, ne? Du hast schon wieder viel zu viel Spaß dabei. Ernsthaft. Viel zu viel. Ja, mal schauen, was diesem Mod noch so alles bietet, was ich dann vielleicht noch entdecke. Man weiß es ja nicht, ne? Hilfe. Hilfe. So, Mobs, zählst du auch als Mob? Ich mobb dir gleich einen nur. Was ist da eigentlich? Hinten bei den Farmen fliege ich gerade. Achso, ich fliege mal zu den Farmen, will mal gucken, wie es da so aussieht. Bin gerade nicht bei den Farmen, ich muss hier gerade... Ah, hier oben ist eine zweite Etage entstanden. Da ist der Worker. Hi, Kollege. Ui, ein einsames Schäfchen. Ja, die anderen sind wahrscheinlich alle vom Blitz getroffen. So, das heißt, ich sammle jetzt hier erstmal fleißig Eier ein. Jo. Und dann werfe ich in irgendeine Ecke gleich mal so eine Holy Granite. Möchtest du es mit angucken? Ich hoffe zumindest... Ja, ich komme, ich eile, ich fliehe. Weil theoretisch, die Tiere sind ja auch Mobs. Also müsste es ja auch bei denen funktionieren, ne? Ja, theoretisch schon.
Und wenn nicht, sind wir wenigstens schlauer. Richtig. Ja, geht mal alles schön in die Keller rein. Ja. Aber schon schön, was hier alles so entstanden ist. Muss man ja wirklich sagen, was wir in diesen 100 Folgen schon alles gehauen haben. Klar, geht mit Sicherheit noch schneller. Oder wäre schneller gegangen, wenn du einen Partner hättest, der sich schon etwas besser mit Vizibis ausgekannt hätte, ne? Sehr langweilig gewesen, dann hätte ich ja gar nicht so viel erklären können. Das machst du doch auch für die Zuschauer, die das vielleicht nicht wissen. Ja, das auch, aber es ist immer noch schöner, dann noch einen dabei zu haben, der dann einem auch direkt Feedback gibt. Quasi on the fly. Und wo war denn jetzt hier? Da muss er gewesen sein. So. Meine lieben Hühnchen. Vielen Dank für die weiteren Eier. Halt, Moment, warte. Das wird auch fast unser Abschluss für die heutige Aufnahme. Es sind noch 3,5 Minuten, aber dann können wir mal gucken. Wenn nicht, suchen wir uns gleich noch ein paar andere Mob, wenn es dunkel wird. 4 Stück habe ich. So, meine lieben Hühnchen. Die mein lieber Vater, was das denn für eine Nummer? Alter. Da verhalte ich mich hier fast beim Husten verschluckt. Die gefällt. Es sind genug Hühner übergeblieben. Alter Schwede. Ja, müssen wir nur mal wieder Futter reinschmeißen. Ja, sowieso. Wir brauchen dann noch ein bisschen mehr Hühnchenfleisch. Das ist jetzt so ein Mangelpunkt. Stell dir vor, ein großer Creeper-Spawner. Dann von oben, wenn sie da alle sich angucken mit ihren grünen Augen, mit so schwarzen Augen und den grünen Flauschefüßen und dann so eine Granate da rein. Es wäre lustig. Und auf jeden Fall. Ganz ehrlich, guck dir das mal an, was die Bienen hier fabriziert haben. Ich weiß nicht, was daran, außer dass hier haufenweise Blumen sind. Ja, genau das. Ist doch schön. Genau das. Das heißt, man könnte hier auch Blumen ernten und die pflanzen sie irgendwie wieder nach oder so, ne? Richtig. Im weitesten Sinne. Ne? Blümchen und Bienchen. Bestäuben. Hui! So. Da wächst doch eiskalt der Baum unter meinen Füßen. So, zurück auf den Turm. Mal gucken, was ich dann als nächstes baue in der nächsten Aufnahme. Ja. Ach, warum drücke ich eigentlich die Steuerung? Fliegt doch da schneller. Und dann kann ich auch nochmal gucken, ob der MFSU voll ist. Und dann werde ich auf jeden Fall schon mal die ganzen kleinen Sachen dann in Abwesenheit von euch, liebe Zuschauer, dann vorbereiten, dass ich dann den MFSU beim nächsten Mal einfach bauen kann. Ja. Ich werde dann hier meine Bäumchen die nächste Runde mutieren lassen, denn dann sollten wir eigentlich auch schon in die Richtung kommen, wo ich dann eigentlich hin will. Und die hier sollten eigentlich dann zwischendurch auch ordentlich produzieren. Und wie gesagt, ich werde mir dann nochmal, wie man sieht, wir haben schon über einen Stack Leaves und über einen Stack Seeds. Ich muss mir dann zwischenzeitlich nochmal über die Automatisierung Gedanken machen, weil das, was ich mir gedacht habe, wird so nicht funktionieren. Mal schauen. Die Sachen kann ich da dann. Aber sie arbeiten schön vor sich hin. Ja, das ist auf jeden Fall schön. So. Huch, jetzt hat mein Spiel auf einmal in Fenstermodus gewechselt. Aber wir werden noch mehr von den kleinen Kerlchen sehen. Warum auch immer es gerade das getan hat, ist es egal. Was bringt die denn? Ups. Jo, so, dann wollen wir das Inventar nochmal. Achso. Geil! Also wenn wir uns irgendwann mal mit Wizards anlegen wollen, da brauchen wir 4 Neverstars. Ja, toll. Haha. Super. Ganz toll. Der Witz war jetzt echt, wo bist du denn gerade? Oben auf meinem Turm. Weil dann kannst du eine. Oben auf oder oben drin? Im drinnen, unten in der Fabrik. Ah, da ist er. Hi. Ich falle hier mal vom Dach. Ich habe ja mal so 17 Silver Lime Saplings schon mal für dich. Mhm. Ich weiß zwar noch nicht, was ich damit anstellen kann, aber mal gucken. Deko, Pflanzen, such dir was aus. Ja, vielleicht pflanze ich dann so ein Ding hier oben irgendwo hin. Was hältst du eigentlich von der Brunnenbeleuchtung? Brunnenbeleuchtung? Was hast du denn jetzt? Ich hab's jetzt einfach ganz spartanisch gemacht.
Das heißt, die kommen hier dann in den Spitzen auch noch mit. Aber wie gesagt, ich brauche erstmal wieder ordentlich Lightstone. Also da werden da nochmal vier hingesetzt und dann müsste es reichen. Warte mal kurz. Ich hänge wieder am Baum fest. Moment, würde ich sagen, der nächsten Aufnahme. Wir sind drüber. Ah, na gut, dann sehen wir uns. Ja. Sehen wir uns und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau, vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Wie üblich, fleißig kommentieren und so weiter und so fort. Das freut uns. Wir freuen uns wirklich immer sehr über das Feedback von euch. Ja. Verbesserungsvorschläge und so weiter und so fort sind natürlich auch immer willkommen. Ansonsten halt, ja, Daumen hoch tut nicht weh, abonnieren tut nicht weh, weiterempfehlen tut nicht weh. Euch nicht und uns noch weniger. Ja. Und in dem Sinne, ja, bis zum nächsten Mal. Tschö. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, Carpe Noctem, Tempus Fugit, Memento Mori.